Mädchen war in unserem Alter, vielleicht auch schon 14. Sie wurde geschlagen, wegen jeder Kleinigkeit und sogar eingesperrt. Fast jeden Tag. Wer hat sie eingesperrt? Na, die Eltern. Hä? Die eigenen Eltern? Ja, steht hier. Krass. Und warum hat sie nicht Hilfe geholt? Na, wenn du Angst hast, bist du manchmal wie gelähmt. Da kannst du nichts machen. Also ich wäre weggelaufen. Ja, aber wohin? Weiß nicht. Zur Polizei oder so. Was meinst du denn dazu? Hey. Was ist, worüber habt ihr geredet? Gewalt zu Hause. Was? Du? Bei dir? Nee, im Internet. Themawechsel. Kann mir irgendwer die Chipshülle geben? Ja. In meiner früheren Klasse wurde auch ein Mädchen gemobbt. Und wieso? Weiß nicht. Hat sich so ergeben. Es gab keinen Grund. Ey Leute, stellt euch mal vor, ihr werdet ohne Grund gemobbt. Das ist doch so oder so scheiße. Egal, ob grundlos oder nicht. Und wie ging's weiter? Naja, sie hat sich total zurückgezogen, Diktion und so. Und irgendwann war sie einfach weg. Keine Ahnung, wohin. Neun von zehn Leuten finden Mobbing gut. Was? Na, die 10. Person wird gemobbt. ey Leute, das ist eigentlich gar nicht witzig. Hier noch wer ein Kissen? Ich bin so froh, dass ich sowas nicht erleben muss. Ich auch gar nicht. Niemals. Aber es kann jedem passieren. Rassismus, Sexismus, Gewalt, Mobbing. Wie kommt man denn da raus? Schwierig. Da bist du wie in einem Hamsterrad. Du rennst und rennst und rennst. Alleine kommst du da sowieso nicht raus. Da brauchst du Hilfe. Polizei, Jugendamt. Jugendamt kann man auch anonym anrufen. Krass, der Regen. Der hört und hört nicht auf. Hier ist einfach ein Video auf Instagram von einem Mädchen mit Kopftuch. Hey, schau mal rein. Das ist voll krass. Ja, mega. Richtig nice, was? Leute, wollen wir vielleicht ins Kino gehen? Ja. Ja, ja, gute Idee. Was läuft denn überhaupt? Ich guck mal. Wunder läuft. Na, dieser Film mit Julia Roberts. Und wann? In 6 Minuten. Dann müssen wir los. Ja. Rechtzeitig. Leute! Ich hab Snacks mitgebracht! Danke. Oh Gott, natürlich! Na dann. Filma! Filma.